Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Quasi-Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch einen Film vor, den ich euch schon ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere vorgestellt habe, weil es einfach einer meiner Lieblingshorrorfilme ist und ganz nebenbei mein Favorit von Mario Bava. Die Rede ist von Die drei Gesichter der Furcht. I tre volti della paura. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich spreche ja nicht so gut Französisch. Ja, ist tatsächlich eine französisch-englisch-italienische Koproduktion aus dem Jahr 1963. Und ihr habt es schon erraten, von Mario Bava, wie es ja auch draufsteht. So, das hier war der fünfte Titel von Koch Medias Mario Bava Collection. Und das hier ist eine 3-Disc Collectors Edition. Und ja, ich habe euch diesen Film schon vorgestellt, aber das Mediabook, nee, Mediabook ist das gar nicht, das ist ein Digipack. Das Digipack habe ich euch noch nicht genau vorgestellt und das mache ich jetzt. So, auf der Rückseite haben wir hier diesen farbenprächtigen, diese Inhaltsangabe mit den farbenprächtigen Szenebildern. Dann hier weitere Szenebilder. Hier sind die Extras aufgeführt. Das findet ihr aber auch alles in meiner Rezension auf blu-raydisc.de. Es handelt sich bei diesem Film um einen Episodenfilm von Mario Bava. Und eine dieser Episoden, die hat mir damals so dermaßen zugesetzt, dass ich auch heute noch Albträume davon habe. Und ja, es ist ein fantastischer Film. So, von der Seite schaut das Ganze mit dem Schuber so aus. Und wenn wir es aus dem Schuber rausnehmen, schaut das Ganze so aus. Ja. Der FSK-Flatschen, der war übrigens auf der Umverpackung. Da konnte man den Telly Savalas nicht sehen. Das ist übrigens aus Lisa und der Teufel, weil hier auf dem Schuber haben wir die Bilder von den anderen Filmen der Reihe. Hier zum Beispiel, ja, Herakles und die Vampire oder wie er heißt, Herakles gegen die Vampire. Hier ist Lisa und der Teufel. Dann haben wir hier oben die Maske, war der erste Vampirfilm von Mario Bava. Ja, verflixt nochmal, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, Nachts, wenn Dracula erwacht, hieß der hier in Deutschland. Saublöder Titel. Ja, tolle Reihe. Und ich mag vor allen Dingen hier dieses Artwork oder generell die Artworks. Das ist nicht nur farbenfroh, wie die Filme von Mario Bava selbst auch waren. Es ist einfach genial, fantastisch. Ja, hier haben wir den großartigen Boris Karloff, der spielt hier einmal den Erzähler und dann auch noch einen Vampir. Nein, nicht direkt, weil ihn hier. Ich will da auch gar nicht spoilern. Der Film ist gruselig. Wir haben Einflüsse von Giallo, wir haben Einflüsse von Horror und von Mystik und es ist einfach. Ist ein toller Episodenfilm, der ist für jeden was dabei und schöne Frauen außerdem. So, auf der Rückseite haben wir dann noch hier weitere, das ist auch toll, das wäre auch ein tolles Cover gewesen. Ja, aber ja, das ist zum Verlieben, diese Edition, die ist einfach nur toll. Und innen drin geht es direkt weiter. Da haben wir nämlich einmal dieses Booklet hier. Und ja, kein oder kaum ein anderer verstand es ja so mit den Farben zu spielen wie Mario Bava. Ja, hier ist er nochmal. Vielleicht noch Dario Argento. Also generell die Italiener, die haben mit den Farben Meisterwerke geschaffen. Das konnten die Amerikaner einfach nicht. Meine Meinung, ja. Also die italienischen Filme, das ist immer so ein bisschen was Besonderes. So, das Booklet ist jetzt nicht so umfangreich, aber ihr seht schon, es ist. Ach, cool, oder? Diese ganzen Bilder. Es ist aber sehr textlastig. Das heißt, ihr habt hier also massiv viele Informationen. Und dann hier auch, seht ihr auch nochmal hier den Schädel. Das ist so toll. Ich liebe diese Edition. So, dann, das hier war die Episode. Das ist die Episode. Das hat mir so Angst gemacht. Diese Folge, das ist so gruselig, ja. Aber ich verlinke euch auch nochmal meine Kritik von ganz am Anfang meiner Karriere, sage ich ja immer wieder, oder habe ich ja schon mal gesagt. Und da gehe ich auch nochmal genauer drauf ein. So, auch die CDs sind kleine Meisterwerke, ja. Das sind ganz tolle Artworks hier vorne drauf. Die würde ich mir fast nochmal kaufen und so im Bilderrahmen an die Wand hängen. Das ist wirklich toll, ja, wenn ich sowas machen würde. Ich mache sowas ja grundsätzlich nicht. So, das hier ist die DVD. Dann haben wir noch eine weitere Bonus-DVD mit den Extras.
Das ist toll, oder? Ich mag diese. Sagt mir doch mal, was ihr von diesen Zeichnungen haltet. Ich stehe ja total auf sowas. Das ist, nee, das hier ist schon fast. Ich glaube, das ist ein Foto. Das hier auch. Das andere sind Zeichnungen. Ja, wir haben auch hier einen farbigen Innendruck. Wenn ich das hier nochmal rausnehme, dann sieht man das komplett. Ah, einfach nur fantastisch. Zum Träumen. Noch besser wäre es, wenn sich hier nicht meine Wand spiegeln würde. Aber gut, ist halt so. Und ich drehe es auch nochmal für euch rum, damit ihr es auch nochmal von außen seht. Nochmal im Detail. Ich finde, das ist einfach ein Träumchen. Ein tolles Digipack. Und genauso toll sind auch die anderen Titel aus der Mario Bava Collection von Koch Media. Also da hat Koch Media wirklich etwas ganz Tolles für die Sammler geschaffen. Bild- und Tonqualität ist auch gut. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in meiner Rezension auf blu-raydisc.de. Die verlinke ich euch unten. Und im Anschluss an dieses Video verlinke ich euch nochmal meine Kritik zu diesem Film, beziehungsweise ja, seid da nicht so streng mit mir. Das war, wie gesagt, ganz am Anfang, als ich das zweite oder dritte Mal vor die Kamera getreten bin, um für euch solche Videos zu machen, wie ich sie heute wöchentlich mache. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir den Daumen da. Bis zum nächsten Mal und seid schlau, schaut blau.